Dann darf ich die beiden Trainer hier begrüßen und darf den Gästetrainer Urs dich direkt um das Fazit bitten. Ja, toll natürlich, dich auswärts für die nächste Runde qualifizieren kannst. Ich glaube, tolle Leistung, eine leidenschaftliche Leistung. Ich fand die erste Halbzeit als gut. Ich empfand es als, dass wir das Spiel unter Kontrolle hatten, bis auf drei, vier Aktionen, ja, wo wir es der Hertha wirklich dann auch zu einfach gemacht haben. Dann sind sie in die Halbräume gekommen, konnten sich aufdrehen, haben das Spiel wirklich dann auch toll verlagert, wurden somit auch gefährlich. Ich glaube, diese Momente mussten wir überstehen. War wichtig, mit 1:0 in die Pause zu gehen. Wir haben dann nochmals gesagt, dass wir rauskommen, um doch auch aktiv zu bleiben, das zweite Tor zu suchen. Ist uns gelungen. Leider konnten wir es nicht lange halten. Hertha mit dem Anschlusstreffer und dann eigentlich fast mit dem nächsten Angriff das 3:1. Also das sind dann schon die Momente, die uns heute im Spiel geholfen haben. Ich glaube, anschließend hatte die Hertha schon noch die eine oder andere Möglichkeit, wo wir auch das nötige Glück beanspruchten. Ja, am Schluss das 3:2, ich glaube, nicht unverdient über die Zeit gebracht. Vielen Dank. Dann Taifun, dein Fazit zum Spiel heute bitte. Gut, wenn man sich die erste Halbzeit anschaut, vor allem die ersten 30 Minuten, dann waren wir überhaupt nicht im Spiel. Das ist, glaube ich, auch klar sichtbar gewesen. Sind dann etwas besser ins Spiel gekommen. Die letzte Viertelstunde hatten die eine oder andere Aktion auch über außen dann. Sind mit diesem 0-1 dann auch verdient mit dem 0-1, wenn man es so sagen kann, in die Halbzeit gegangen, was uns natürlich nicht gepasst hat. Wollten besser rauskommen. Weil wir letztendlich, es ist ein Tor, was wir letztendlich aufholen müssen, zunächst einmal. Und haben dann auch eine Riesenchance mit Vladi zum 1:1, nutzen die nicht, bekommen dann das zweite, kommen dann nochmal mit dem Anschlusstreffer zurück. Und dann darf natürlich das dritte Tor so nicht fallen, das war zu einfach. Und ja, die Mannschaft hat dann trotz alledem weitergespielt und versucht dann nochmal den Anschlusstreffer zu machen. Wir hatten die eine oder andere Situation, um das zu schaffen, haben es dann einfach zu spät gemacht, um dann nochmal in so einen Endspurt reinzukommen. Letztendlich haben wir es dann aber auch nicht verdient heute. Das muss man auch so sagen, weil wenn man zu Hause drei Gegentore bekommt und zwei schießt, dann ist es einfach zu viel. So einfach, wie ich es dann auch so sage. Und es ist natürlich eine Riesenenttäuschung jetzt für uns. Wir haben uns viel, viel, viel mehr vorgenommen. Die erste halbe Stunde komplett verschenkt eigentlich. Und ja, tut uns natürlich leid, auch für unsere Fans eine Riesenenttäuschung. Haben einiges zu besprechen ab morgen dann, um einfach am Wochenende besser auf dem Platz zu stehen. Darf noch dir vielen Dank. Dann gehen wir in die Runde. Wer möchte beginnen mit der Frage? Dann gehen wir zur DPA und Thomas Flemer. Herr Fischer, Sie sind jetzt im Viertelfinale in der Bundesliga-Tabelle die am höchsten platzierte Mannschaft. Da müssen Sie doch eigentlich die Favoritenpositionen fürs Endspiel haben. Ja, wenn es so einfach wäre. Ich glaube, da haben doch die eine oder andere Mannschaft hat da noch was dagegen. Ich glaube, man hat heute gesehen, wie eng am Schluss halt dann auch ein Spiel sein kann. Ich habe es eingangs gesagt, die Momente waren heute auf unserer Seite. Wir wollten unbedingt dieses Spiel gewinnen. Ich glaube, die Mannschaft hat sich entsprechend auch präsentiert, hat Wille gezeigt, hat diese Leidenschaft gezeigt, um eben eine Runde weiter zu kommen. Ja, jetzt hast du zwei Tage Zeit und die nächste schwere Aufgabe steht dann mit dem Auswärtsspiel in Gladbach. Und dann schauen wir uns die Auslosung an und werden uns dementsprechend auf den nächsten Gegner vorbereiten. Aber ich glaube auch klar, wenn du im Pokal mitspielst,
Ja, willst du bis ins Finale, sonst musst du an diesem Wettbewerb nicht teilnehmen. Also von daher glaube ich, haben das alle im Kopf. Gibt es noch weitere Fragen? Dann gehen wir zu Jan Reinhold vom Kicker. Herr Korkut, Sie und Freddy Bobisch haben sich ja vor dem Spiel eigentlich relativ zuversichtlich gezeigt und auch, ich nenne es mal, kampfbereit gezeigt. Was fehlt der Mannschaft, um in einem solchen Spiel die Qualität auf den Platz zu bringen, einen Gegner vielleicht besser zu dominieren? Zuversichtlich waren wir. So lief auch die Vorbereitung zum Spiel. Wir sind überhaupt nicht, ich habe es vorhin schon gesagt, wir sind überhaupt nicht ins Spiel gekommen. Wir mussten einiges dann auch umstellen, um dann das Spiel ein Stück weit dann mitspielen zu können. Das hat die Mannschaft ja letztendlich auch in den letzten Viertelstunde geschafft. Ich glaube, das Wichtigste ist, dass wir diese Auf- und Abs auch während dem Spiel besser in den Griff bekommen müssen und wir auch ein Stück weit wacher sein müssen, aufmerksamer sein müssen, wenn man sich das erste Tor anschaut, nach einem Einwurf wird hinter die Kette gespielt, das dritte ist dann ein Freistoß, wo wir dann nicht gut genug verteidigen. Also es sind Momente, aber letztendlich entscheiden die dann über die Spiele und auf die müssen wir achten. Also es reicht einfach nicht, dass wir sagen, okay, wir haben ja wieder Zeit, das gut zu machen. Das ist einfach nicht so. Die Zeit haben wir nicht. Jede Sekunde zählt für uns und von jetzt an müssen wir da wirklich einfach wacher werden. Gibt es noch weitere Fragen? Dann gehen wir nochmal zu Thomas Flemmer, dpa, und dann kommen wir zu dir, Jeremy. Herr Korkut, was ist mit Niklas Stark? Sie haben ihn ausgewechselt, der Leistung wegen oder war er? Er hat Probleme gehabt und letztendlich haben wir dann den Wechsel gemacht. Dann gehen wir zur Süddeutschen Zeitung und Javi Casillas. Herr Fischer, Sie haben vor allen Dingen den Willen und die Leidenschaft Ihrer Mannschaft hervorgehoben. Was hat Ihnen fußballerisch heute am besten gefallen? Ja, in gewissen Phasen, wie wir versucht haben, hinter die letzte Kette zu kommen. Ich glaube, auch das erste Tor entsteht so. Das haben wir wirklich zum Teil sehr gut gemacht. Aber ich habe dann auch Phasen gesehen, vor allem in der zweiten Hälfte, wo wir zu einfache Ballverluste hatten, wo wir zu hektisch in gewissen Situationen waren. Ich glaube, ja, so ein bisschen, wie soll ich sagen, eine geteilte Meinung meinerseits. Wirklich im Spiel mit dem Ball gute Dinge, wo wir Ruhe haben, wo wir präzise spielen, wo wir dann eben auch gefährlich werden können und dann auf der anderen Seite, ja, zu hektisch, da braucht es noch mehr Ruhe. Ich glaube, die Ballverluste tun dir dann auch weh und dann ist dann halt Wille und Leidenschaft gefragt und das haben wir sicherlich gut gemacht. Gut, dann meine Runde. Ja, Javi Caceres, Süddeutsche Zeitung nochmal. Herr Korkut, wenn ich das mit einem Ohr richtig mitbekommen habe, dann war Herr Friedrich sehr ernüchtert nach der Partie, auch sehr kritisch der Mannschaft gegenüber. Wie ernüchtert sind Sie nach dem Auftritt von heute? Nicht ernüchtert, ich bin enttäuscht erstmal. Und ich habe ja gesagt, es gibt einiges zu besprechen, das werden wir auch machen. Und wir haben aber auch nicht jetzt die Zeit, wir haben am Wochenende das nächste Spiel, wir werden uns unsere Gedanken machen und es werden einige Sachen angesprochen werden, weil das war heute ein sehr, sehr wichtiges Spiel für uns alle, für die Fans, für den Verein und das haben wir heute verloren. Von daher gehen wir natürlich nicht einfach in den nächsten Tag rein und sagen, okay, ist passiert. Ja? So wird das natürlich nicht ablaufen. Aber wir müssen uns auch darauf konzentrieren, dass es am Wochenende weitergeht. Es wird eine klare Analyse geben von unserer Seite, von allen. Und dann werden wir alles dafür tun, dass wir am Wochenende besser auf dem Platz stehen. Da war die Hand nochmal da von Jan Reinhold vom Kicker. Herr Korkut, was würden Sie sagen, die Mannschaft stößt Sie an ihre Grenzen momentan, auch was vielleicht Tempo angeht, Spielgeschwindigkeit angeht, oder ist da mit dem vorhandenen Kader noch mehr drin? Wir,
ich kann mich da jetzt nur noch wiederholen. Ja? Wir haben die Momente nicht im Griff. Ja, wenn man sich die Tore anschaut, dann waren die einfach auch zu einfach. Und das ist uns nicht zum ersten Mal passiert. In den letzten Wochen passiert es uns, oder es ist uns immer wieder passiert. Und da geht es darum, jetzt daran zu arbeiten. Wir haben letztendlich haben wir heute wieder zwei Tore geschossen, aber es reicht halt nicht, wenn du jedes Mal zwei Tore schießen musst, um etwas zu holen, um einen Punkt zu holen oder zu gewinnen, dann so einen Pokalfight. Und daran geht es jetzt zu arbeiten. Und das werden wir machen. Dann gehen wir zu Sky Sport News und Lisa de Reuter in die Mitte. Herr Korkut, Sie haben gerade die Fans angesprochen. Ich weiß nicht, ob Sie das während der letzten Minuten gehört haben. Die haben ganz laut, die da waren, gesungen, wir haben die Schnauze voll. Wie mildern Sie das jetzt ab? Oder welche persönlichen Worte haben Sie für die Fans? Weil am Sonntag kommt der FC Bayern, es wird ja nicht leichter. Ja, wir haben heute ein Derby verloren. Also absolut nachvollziehbar, ja, dass dann die Emotionen hochkochen. Von daher, und wir haben es verdient verloren letztendlich. Und von daher verstehe ich auch die Reaktion. Und wir müssen uns jetzt daran machen, dass wir das ein Stück weit wieder gut machen. Und dafür haben wir am Wochenende die erstmögliche Gelegenheit. Frau Becker-Serres. Herr Korkut, ist schon absehbar, ob Sie für Sonntag Spieler zurückholen können? Insbesondere Jovetic, wie sieht es bei dem aus? Gut, es geht ihm besser, das kann ich sagen. Aber im Moment mache ich mir nicht Gedanken, wen ich zurückholen kann, sondern im Moment mache ich mir eher Gedanken, wie das Spiel heute lief. Und das ist mein großes Thema im Moment. Es ist nicht so, dass ich da gleich wieder ans nächste Spiel denke. Das Spiel muss auch letztendlich verarbeitet werden. Dann sehe ich keine Worte mehr. Doch, Jan nochmal, bitte. Herr Fischer, können Sie vielleicht noch ein paar Sätze bitte verlieren zur Leistung von Andreas Vogelsammer und seiner Entwicklung? Der hat sich ja am Montag in der Medienrunde sehr selbstkritisch über seine ersten Wochen und Monate bei Union gezeigt. Jetzt zwei Tore gemacht in den vergangenen beiden Spielen. Ja, was soll ich sagen? Schießt er zwei Tore und man spricht von Entwicklung. Also ich glaube, der hat sich vorher schon unermüdlich eingesetzt, hat halt vom Trainer nicht die Einsatzzeit bekommen, die er sich eigentlich gewünscht hat. Ist halt dann auch so, wenn es die anderen gut machen, ja, gehört zum Fußballer-Dasein. Aber was entscheidend ist, dass er nie aufgehört hat, an sich zu arbeiten, unermüdlich war und auf seine Möglichkeit gewartet hat. Die hat er jetzt zweimal bekommen, hat das mit Toren zurückgezahlt. Aber ich muss auch sagen, als Stürmer ist das auch deine Aufgabe, Tore zu erzielen. Nein, hat das heute, ich glaube, solange die Kraft gereicht hat, wirklich gut gemacht. Nicht nur im Spiel nach vorne, sondern auch in der Rückwärtsbewegung. Hat immer wieder Räume zugestellt, hat versucht, die Defensivarbeit zu unterstützen. Nein, und es war ein sehr wichtiges 1:0, was uns gut getan hat. Da gibt es doch noch eine Frage dahinter. Fangen wir da hinten an. Frage an Sie, Herr Fischer. Das war der zweite Derby-Sieg in Folge. Wie viel bedeutet für Sie der Titel Stadtmeister? Was soll ich sagen? Ich wurde ja auch im Vorfeld gefragt, wer ist die Nummer 1? Und ich habe eigentlich gesagt, dass das für mich uninteressant ist, weil ich mich um die Leistung kümmere, die wir eigentlich Woche für Woche abrufen müssen. Und um das geht es mir in erster Linie. Aber natürlich für die Fans ist das ein toller Moment, das genießt man. Kenne ich aus Zürich, FC Zürich Grasshopper Club, auch da gibt es eine Stadtmeisterschaft, gibt es ein Stadtderby. Das sind spezielle Spiele und natürlich für die Fans immer was Tolles, wenn du die Spiele gewinnst. Dann gab es noch eine Wortmeldung für Bild. Nochmal eine Frage an Herr Korkut. Sie haben ganz wechselhafte Spiele erlebt in Ihrer Amtszeit bisher bei Hertha. Das war heute, glaube ich, auch emotional für die Fans vor allem ein Tiefpunkt. Wie packt man die Mannschaft jetzt an? Sie haben gesagt, das kann nicht einfach so stehen bleiben, das muss man aufarbeiten, aber wird das morgen analytisch, wird das emotional, psychologisch geprägt? Wie gehen Sie da mit der Mannschaft jetzt ins Gericht? Auf jeden Fall lösungsorientiert.
die Art und Weise wird letztendlich sich jetzt noch entscheiden, aber es wird beides sein. So, mein erstes Gefühl ist, dass wir beides brauchen, ja? Weil da waren Sachen dabei, die uns eigentlich so nicht passieren dürfen, aber auch rein vom Gefühl her, dass wir da sehr lange gebraucht haben, einfach in dieses Spiel zu kommen. Und das hat mir natürlich auch nicht gefallen. Ja? Gut, dann gucke ich nochmal. Das war's dann, glaube ich. Ja, herzlichen Dank. Herzlichen Dank fürs Kommen, herzlichen Dank für die Fragen. Bei uns geht es weiter am Sonntag hier dann 17:30 Uhr gegen den FC Bayern. Bis dahin, bleibt gesund.